Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dyson Sphere Program. Ich habe mich entschieden, ich versuche jetzt mal den Planeten zu befreien von dem Dark Fog. Angriff hat leider schon gestartet, ich bin leider einen Schritt zu weit vorgelaufen. Darum fangen wir einfach jetzt an. Mithelfen hier ein bisschen. Wir haben jetzt mal noch schnell hier einen Raketenturm hinsetzen. Braucht auch noch Strom. Wow, 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 wow. Okay. Lost connection to center brain. Mission failed. You can continue from your previous saved game or use metadata to redeploy or laden einfach das Spiel nochmal neu. Redeploy. Wo wir gerade waren. A missile turret. It can launch guided missiles. It provides all-around defense against both ground and space enemies. You can select targets in the turret panel. Vielleicht nur, dass der nur Bodentargets angreifen tut. Und dann greift er vielleicht den Tower da an. Lass uns jetzt wieder ein bisschen normale Defense aufbauen. Wir testen es einfach mal, wie weit wir kommen und wie es am besten läuft. Speichern wir hier nochmal ab und nicht alles mal neu aufbauen müssen. So, Munition wird geladen. Air Targets gar nicht, Space Targets auch nicht. Und schon wieder angegriffen. Und wo sind meine Raketen? Da.
after. First, fire extremely quickly for 7 seconds. No, supernova costs a massive amount of power. It can't be used if power supply is too low. Was Supernova bedeutet? Wow! Kommen wir noch weg. Gehen wir ein bisschen weiter vor. Die Hälfte rein. Noch aus Supernova rein. Supernova macht gut Schaden, muss ich sagen. Laden wir gleich nochmal auf. Bauen wir hier daneben einen auf. Warning, warning. You're about to intrude Dark Fog Patrol. They're highly likely to launch an attack. Press Z to enter the combat interface. It assists Icarus. Jetzt haben wir noch Strom hier oben. Gehen wir gleich wieder Supernova bei beiden. So, den hier stecken wir jetzt auf Space, auf High. Jetzt muss ich schauen, wie ich das hinbekomme. Upper Air? Ah ja, genau. After a long night, here comes the dawn. Ah, das sieht doch schön aus, oder? Und Supernova. So, jetzt haben wir den Dark Fog erledigt. So, jetzt haben wir das Loch hier geschlossen. Und wir haben keinen Dark Fog mehr hier auf dem Dings. Dafür haben wir es im Hive im Angriff oder Red. Muss ich alles wegmachen? Ich glaube, das Threat-Meter vom Hive fühlt sich nur langsam. Jetzt fliegen wir wieder zurück. Wir haben die ganzen Dinger mit. So. Ich habe hier angefangen. Solarpanel zu platzieren. Können wir jetzt weitermachen, weil jetzt kann ich hier ohne Probleme arbeiten. Das platzieren, weil der Dark Fog weg ist. Aber jetzt reicht. Arbeit gereicht. Ah, wir haben nur noch 34 Solarpanel, also ja. Die ist einfach so lang. So.
Ah, wie ihr seht, kommt gleich hier Hive ins Blickfeld. Das ist der gegnerische Hive sozusagen. Ja. Wir hoffen, dass der uns nicht so schnell ins Angreifen tut. Da sind wir schon die Forschung laufen. Ich habe auch während den Videos eine kleine Produktion gemacht, im Endeffekt für hier das Silikon. Leider gibt es auf diesem Planeten kein rohes Silikon, darum müssen wir aus den Stein kriegen wir einen Silikonerz raus und aus zwei Silikonerz kriegen wir dann einen Silikon raus. Und das benötigen wir hier im Endeffekt hier für unsere Prozessoren. Habe ich ganz, ganz klein hingestellt eigentlich. Die werden ganz langsam produziert. Dass wir zum Beispiel hier im Mainbus nach hinten gehen können, hier die Solarpanel damit produzieren, dass wir hier die Ohren bekommen und die Logistic Disruptors. Genau. Hier habe ich die Links hingesetzt. Ich weiß nicht, ob ich im letzten Video schon gemacht habe. Den Plasma-Exciter. Ich habe ein bisschen Strom ausgebessert. Hier drüben habe ich hier neue Anlagen gesetzt. Ich könnte natürlich noch mehr hinsetzen jetzt, weil ihr seht, ich habe hier einen guten Puffer. Aber mir fehlen dafür Foundations. Dann habe ich, weil das Öl voll war, habe ich hier ein Sorting gesetzt. Mit Priorität auf, dass das Öl zuerst rein ist, dass ich das Öl verbrenne. Produziert zwar nicht so viel Strom, aber zumindest kann ich die rote Forschung dauerhaft laufen lassen, ohne dass mir das Zeug hier überläuft. Ihr seht, wir tun gerade so einen leichten Plus haben wir im Endeffekt davon. Aber aktuell verbrauchen wir auch nicht genügend Strom. Weil wir nicht genügend rote Forschung produzieren. Ja, das war jetzt so, was ich jetzt so zwischen den Videos gemacht habe. Jetzt schauen wir mal zusammen, wie es weitergeht. Sieht ein bisschen spaghettihaft hier noch aus. Deswegen kommt auch später alles auf jeden Fall weg. Es ist nur provisorisch. Weil wir natürlich hier genauso auf der Leine hier die Solarpanels setzen wollen. Mal schauen, wie wir jetzt weitermachen. Ich brauche wieder neue Foundations. Kann mal ein bisschen Munition wegpacken. Die brauche ich gerade gar nicht. Dann lage ich es auch voll. Ich das hier reinpacken alles. Die Turrets brauche ich gerade nicht. Die waren. Warte, wo waren sie denn? Ja. Turrets kann ich erstmal wegpacken. Raketen kann ich erstmal wegpacken. Machen wir ein bisschen weniger. So. Fuel ist schon da leer. Ihr seht, Öl kann ich verbrennen, aber es produziert nur 4,5 Megajoule. Wobei dann so ein Kohlebricket, so ein Graphite-rundes Ding 6,75 macht. Ich könnte jetzt auch auf diesen Brennstoff umwechseln. Da bringt mir 9,72, aber dafür habe ich noch ja, eine geringe Produktion dafür. So, erforschen tun wir gerade hier Ray Receiver. Wir könnten jetzt anfangen, die Solarsegel in den Himmel zu schießen. Und dann durch den Ray Receiver könnten wir dadurch Strom erzeugen. Sozusagen Solarenergie. Aber dafür müssen wir hier die Photonen-Dinger hier machen. Da brauche ich wieder Prisma. Das habe ich noch nicht viel automatisiert. Und. Also ist ein langwieriger Prozess.
Komm mal rein. Jetzt bin ich auf, wenn ich das fertig habe. Die Tier 2. Und dann kann ich bei den Minern Tier 2 hinsetzen. Um dadurch die Bänder sind zu langsam momentan, weil sie stocken. Können nur eine gewisse Menge transportieren. Und wenn ich dann schnellere Bänder dran habe, dann läuft es auch schneller. Es gibt dann auch schnellere Sorte, aber das brauchen wir aktuell noch nicht. Und danach könnten wir das planetare Logistiksystem freischalten. Das dann, wenn das dann so ein Tau, wo ich hinsetzen kann und dann die Logistikdrohne mir das Zeug dann zu den Tauern hinbringen und wegfliegen. Aber das werden wir bald alles sehen. Was das hier ist, weiß ich gerade noch gar nicht. Ah, okay, das tut sozusagen die Items auf dem Band stacken. Dass du anstatt, wie ich jetzt zum Beispiel nur eine Eisenplatte drauf habe oder zwei, dann habe ich das Doppelte drauf. Also verbessere die Bänder damit sozusagen. So. Bauen wir noch ein paar Solarpanel. Also in die Richtung. Wir sehen, wir brauchen auf jeden Fall immer einen Presser und Brennstoff, weil unser Fuel, ja, ist doch nicht so effizient. Ja, jetzt bin ich zu weit geflogen. Dann landen wir jetzt hier erstmal und laufen ein bisschen. Hier mache ich nur zwei weit, weil das reicht für das Solarpanel. Jetzt fangen wir das wieder hier an, dass wir einen passenden Abstand bekommen, dass es immer gleich ist. Wenn wir irgendwann einen Planeten wundet haben, haben wir immer einen halben Planeten mit Strom sozusagen durch Solarpanel. Oh, hier reicht sie doch nicht. Gleich mal auf den Klammer hier weiter. Wir laufen können. Ach, wie ihr seht, wir sind auf der anderen Seite von unserer Base angekommen schon. Also haben wir schon, sagen wir mal, ja, guten halben, dreiviertel Planeten umrundet. Sehr schön. Ist doch schneller als erwartet. Natürlich kann man hier noch nichts platzieren mit Solarpanel. Und wir haben auch noch mal so viel. Wenn ihr das Spiel ausspielen wollt, ich weiß nicht, ob es aktuell noch im Steam Store war. Im Sale drin. Aber wer gern so Aufbausimulationsspiele mag, ist bestimmt damit gut bemessen.
Ja, jetzt kann ich ja nochmal weiterbauen. Ich habe keinen Soil mehr. Ich müsste hier wieder ein bisschen einsammeln. Dass wir das Soul Pipes bekommen. Aktuell steigt das Fred Meter noch nicht. Ich denke mal, das wird wieder steigen, wenn wir auf einen neuen Planeten wandern und da den Dark Fog angreifen. Genau. So, wir könnten jetzt irgendwann anfangen. Vielleicht mit der Forschung ein bisschen mehr zu machen, dass wir mehr Binaries platzieren. Weil Öl-Output haben wir genügend. Würde ich ja vielleicht den Tank hier ein bisschen anders platzieren sollen. Ob wir einen Tank bauen können mittlerweile nochmal. Ja, das wird für Eisen. Ich glaube, wir werden den Tank auch mal in die Autoproduktion geben. Weil das ist auch etwas, was wir jetzt wahrscheinlich mehr brauchen werden, weil wir mit Flüssigkeiten gleich arbeiten werden. Beziehungsweise wenn wir soweit sind natürlich. Und ich habe keinen Strom mehr. Also, wir müssen hier hin. Einmal den Tank rein. Wir brauchen Eisen, Stein und Glas. Also, Eisen, Steine und Glas. Ach, das gefällt mir einfach. Es ist einfach so schnell geht und fertig. Können wir hingehen, die mal rausnehmen. Locken wir hier unten, können wir auch das Inventar locken, indem wir auf die linke Maustaste hingehen, das sperren. Dass wir das gleich haben. So, jetzt können wir die hier drum drauf setzen. You've built your first logistics distributor. You can now deliver items to the inventory. Set the items you need in the logistics list. So, jetzt gucken wir, was wir das wichtigste Zeug machen. Bitter, Furnaces. If you build multiple logistics distributors, they can deliver items between each other as well. Each distributor has a delivery range. If a task is out of range, genau, das ist erstmal das Wichtigste. Beziehungsweise wir gehen noch hin, machen hier auch noch einen drauf. So. Wenn wir jetzt hier oben so ein Distributor angucken, dann sagen wir, er soll bitte das Zeug für Icarus bereitstellen. Ride to Icarus oder Collect from Icarus oder beides. Dafür brauchen wir jetzt ein paar Drohnen drin. Mal gucken, was Maximum ist, wenn wir reinpacken können. 10. Ich fange aber an mit 5, weil ich ja noch nicht so viel habe. Fünf reicht. Hier oben packen wir auch 5 rein. Ja. Ich werde jetzt kurz das Drohnen verteilen bei den wichtigen Sachen und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt bis auf den letzten Slot überall 5 drin. Ich kann jetzt hingehen im Inventar hier einstellen. Nur aktuell nur die zu wenig, es wird immer, denke ich mal, mehr. Wie viel ich hier haben will. Sagen wir, ich will zumindest 100, 200 Stück im Inventar haben, oder sagen wir 100.
Wie ihr seht, die kleinen Drohnen kommen jetzt angeflogen und bringen mir die Sachen. Natürlich habe ich jetzt auch nur. Habe ich jetzt auch nicht viel hier drin. Kann ich eigentlich einen eigenen entstellen? Ich glaube nicht. Ja. Aber wenn es hier produziert wird, werden es automatisch an mich geliefert, bis ich 100 Stück habe. Oh, jetzt kann ich hier hinten gehen, noch die letzten 5 reinpacken. So. Jetzt können wir mal schauen, indem wir hier die Sorter auch distribute an andere Distributors. Und wir wollen provide. Wenn wir jetzt hingehen an unserem, wo ist er? Genau hier. An dieses Depot. Hier auf 1 einstellen. Ja, 1. 1. Genau. Und hier setzen wir rein. 3 Farm. Mal schauen, kann ich da hier Dings machen? Bestimmte Anzahl. Ja, kann ich nicht. Das ist nicht so schlimm. Und ja, ich habe davon auch keine mehr. Dann gehen wir hingehen. Distribute at least 50. Hoffentlich kommt da noch einer. Kriegt mir davon eine. Ja, hat mir 4 gebracht. Setze ich jetzt da drauf. Und stelle eine. Das will ich nicht haben. Und hier will ich haben Request. Dann requestet er mir die Items, wo da drin sind. Ich brauche auch hier keine Drohnen reinpacken. Ich brauche bloß bei dem Provider Drohnen reinpacken. So, und wie ihr seht, ich habe jetzt 40 Arme schon drin. Und so einfach ist das. Es wäre natürlich jetzt noch schön, wenn ich jetzt noch eintragen könnte, nur so und so viel. Sagen wir nur 10 Stück davon drin. Leider geht es nur stackweise, so wie das aussieht. Und so können wir später dann auch die Bänder bauen und brauchen jetzt nicht hier überall die Bänder langziehen und. Genau. Hier könnten wir auch einen draufsetzen dann mit den, ach Gott, wie heißen sie? Der Fuel. Aber ich glaube nicht, dass das so weit geht. So, jetzt stellen wir hier noch eine, dass wir auf jeden Fall mindestens ein Stack Bänder haben. Dass wir ein Stack davon haben. 50 Splitter. Und wir nehmen noch 50 von den Assemblings. Ich kann auch hier oben das Logistiksystem einen ausschalten. Packen wir es auch mal hier unten hin, sauber, dass wir das sehen, im Endeffekt, was wir haben. Das ist hier unten auch gelockt mit mittlerer Maustaste. Dass wir sozusagen den Abfall oder die Rohmaterialien immer oben drin haben. Traffic Monitor kann ich zum Beispiel jetzt einmal hier hinsetzen, kann man es auch angucken. Welch nehmen wir da am besten? Irgendwas, was immer laufen tut. Aktuell. Gehen wir hier hin. Setzen wir hier hin. Braucht er noch Strom? Da kann man jetzt gucken, wie viel Items pro Minute durchgehen. Und so pro Sekunde. Wenn es Bandesdauer fehlen Dinge. Im Endeffekt, wenn das Band jetzt, dass man sieht, okay, das Band ist voll ausgelastet oder nicht voll oder es stockt. Aber ich bin noch nicht so ganz schlau geworden. Wenn, kann man jetzt wahrscheinlich Alarm einstellen, wenn es
wenn kein Cargo mehr durchgehen würde. Sagen wir, ich mache jetzt hier kurz das Band weg. Dann habe ich oben Alarm. Okay, ich wüsste, das Band ist leer. Das war jetzt praktisch, wenn ich jetzt mehrere Abbauer habe. Und dann die paar Abbauer leer sind, dann brauchen sie ja nicht rumstehen. Oder wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund zu viel hohen Eisenverbrauch habe, auf einmal das Eisenband immer rechtzeitig immer ausreichend voll ist, dass ich dann halt als Alarm habe, okay, das reicht nicht, ich muss was machen. So, jetzt haben wir in der Folge ein bisschen was gebaut, haben den Planeten vom Dark Fog befreit. Haben zwar natürlich einmal gefailt, das nehme ich natürlich mit rein. Haben hier ein bisschen die Drohnen ausgebaut, haben die eingestellt. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.